Also versucht alles Mögliche zu sagen und dann noch mal kurz alles Revue passiert, aber es war so viel Input. Ich bin heute hierher gekommen, weil mich eigentlich das Podium interessiert hat, weil es viele sich als weiblich lesende Personen adressiert hat oder auch präsentiert hat. Unsere Gäste sind heute Abend Severine Meyer, Dolorosa, Annika Grabold und das Plusfem-Kollektiv aus Frankfurt. Wir freuen uns über eine Auseinandersetzung darüber, wie die einzelnen KünstlerInnen ihre Arbeitspraxis gestalten, wie sie ihre Kunstproduktion machen, und werden aber auch einen Blick auf eine Institutionskritik werfen. Ich bin einfach gespannt, was sich dann daraus noch für ein Gespräch entwickelt. Gleich kommen unsere Gäste. Ich bin gespannt auf den Abend und unsere Unterhaltung. Ich fand es schön, dass so ein bisschen abgelegt wurde, was so Theorie ist, und was halt spannend war in der Podiumsdiskussion, war halt, dass sie dazu gekommen sind, wie gerade der Status quo ist von KünstlerInnen und was man verändern will in der Kunstwelt. Also nicht, dass man irgendwie da unbedingt reinpassen muss, sondern dass man eigene Ideen hat, dass man vielleicht auch ausgehend von anderen Bereichen interdisziplinär in quasi die Kunstwelt, dass man da seine Position findet, also dass man quasi Frauen ausstellen möchte. Also in Zeiten von Pandemie interessiert uns vielleicht auch, zusammen über Kunst zu reden, also kooperativ über Kunst nachzudenken. Wie kann das aussehen? Wie kann es abseits von diesen Mainstream erfolgreichen Macho-Männern aussehen? Und das sind ganz viele spannende neue Künstlergenerationen. Das hat man heute gemerkt, dass Leute Lust haben, dass sich auch die Mittel, die Förderung und auch die Ressourcen verteilen.